Moin Leute! Werdet ihr gerne mal oft hochgeworfen oder vielleicht sogar bis in die Galaxis? Meine werten Damen und Herren, ich auch manchmal. Und deswegen spielen wir heute Buddy Toss. Buddy Toss ist ein sehr interessantes Spiel. Es ist eigentlich relativ einfach. Wir haben eigentlich hier dieses Dashboard und wir haben diesen Typen hier, den wir wählen können. Und den können wir dann dementsprechend einfach werfen, okay? Und dann gibt es diesen einen Bereich, den wir haben, um den sozusagen immer und immer höher zu werfen. Und wenn wir ihn fallen lassen, fliegt er auf den Boden, okay? So funktioniert im Prinzip das gesamte System. Oh Gott, jetzt muss ich hier noch ein bisschen herumgucken. Wir können jetzt entweder einen Neustart machen oder Double Stars oder wie auch immer. Ich glaube, man kann sogar andere Sachen kaufen. Man kann zum Beispiel mehr Power kaufen. Und mehr Size. Das heißt also, man kann größer werden und man kann auch mehr Stärke kaufen. Ne? Damit wird man auf jeden Fall auch nochmal stärker. Okay, das heißt also, wir werfen einfach nochmal unseren Kollegen weiter hoch. Und 17 Meter war bisher unser Rekord. Deswegen, wir werfen ihn einfach mal immer höher und immer höher. Oh mein Gott, ist der schon hoch. Okay. Oh Gott, das Spiel geht so weit nach vorne und nach hinten. Ne? Wir sind sogar jetzt schon bei 50 Metern. Oh Gott. Wow, 70 Meter. Oh Gott, ist der hoch. Okay, wir haben ihn schon fast so hoch wie eins der größten und allergrößten. Warte, so hoch wie das höchste Gebäude. Mach ihn so hoch. Yes, Sir. Oh mein Gott, bis zum Berg. Ich mache ihn noch bis zum Berg, oder? Und danach können wir nochmal upgraden, weil ich glaube, dieses Ding hier gibt ordentlich Punkte! Super! Damit haben wir jetzt nämlich 359 Punkte verdient. Und mit diesen 359 Punkten können wir jetzt tatsächlich einen neuen Charakter sogar freischalten. Ein Seemann! Okay, und wir können ein bisschen mehr Größe freischalten. Und damit haben wir eigentlich schon ein bisschen was freigeschaltet. Oh Gott, dieser Typ sieht jetzt ganz anders aus. Oh Gott, wir müssen ihn jetzt einfach noch höher werfen. Ich habe sogar das Gefühl, der ist schon stärker. Das heißt also, es lohnt sich. Guck mal, wir haben jetzt schon mit so ein paar Würfen schon sehr viel mehr geschafft. Das heißt also, es lohnt sich manchmal schon früher aufzuhören. Ja, guck mal, wir haben jetzt schon unseren Rekord gebrochen. Das heißt, neue Charaktere zu kaufen. Oh mein Gott, geht es hoch. Oh, geht es hoch. 600. Oh, meine Güte, der kam gerade aber richtig schnell runtergeflogen. Das sage ich euch. Meine Güte, das war gerade krass. Gehen wir nochmal kurz zum Home und schauen mal, was wir da jetzt noch freischalten können. Für 500 Sterne können wir nochmal jemanden neuen freischalten. Oh, Junge, der sieht noch muskulöser aus. Junge, der sieht richtig aus wie eine Maschine, der Typ, Mann. Der hat richtig, der besteht fast nur aus Muskeln, den wir jetzt gerade spielen. Okay, let's go, let's go, let's go. Wir gehen einfach durch. 100 Meter mit nur 3 Würfen. Oh mein Gott, der Typ ist krass. Okay, dementsprechend, wir haben jetzt sogar schon bald wieder unseren Rekord, glaube ich. Oh ja, 250 Meter. Ich glaube, so weit waren wir noch nie. Ah doch, 738 Meter. Oh mein Gott, ist das schwierig, das zu treffen. 1300. Nochmal. Ah, da habe ich zu früh. Zu früh gedrückt, aber nicht schlimm. Wir gehen wieder weiter und können wieder investieren. In mehr Power und in mehr Größe und in mehr Power, okay? Level 4 Power, Level 3 Größe. Ich sag's euch, das wird jetzt brutal. Wir werfen hoch. Oh mein Gott. Der erste Wurf schon 11. Okay, alles entspannt, Leute. Okay. Okay, der ist schon fast bei 100 Metern. Er ist bei 100 Metern mit 3 oder 4 Würfen, ne? Da muss man sich richtig konzentrieren, Leute. Okay. Oh mein Gott, er ist jetzt schon bei fast einem Kilometer. Er ist bei einem Kilometer. Wir haben jetzt schon die Marke erreicht. Nein! Ganz mies. Alter, das ist so schwer, weil der nämlich so... Das ist so schnell. Wir müssen die Größe erhöhen. Weil wenn wir nämlich die Größe erhöhen, damit haben wir dann einen besseren Radius, um zu werfen sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie ich das gescheit machen soll. Weil man kann das ab einem Punkt gar nicht mehr so richtig abschätzen, ne? Wann man denn drücken soll oder nicht bei diesen 1 Kilometer... Das ist so krass. Guck mal, circa, ich weiß es jetzt, so circa jetzt. Okay, nice, das war jetzt schon, oh ja, oh ja. 3, 2, 1, ja, nein! 3200, sehr nice, das gibt uns 1000 Sterne. Damit haben wir schon einen weiteren Charakter. Oh mein Gott, wir können jetzt auch eine Frau werfen sogar, cool. Okay, das heißt also, wir haben jetzt auch jemand anderen zu werfen, ne? Vielleicht ist die Frau ja sogar leichter. Und dadurch, dass die Frau leichter ist, können wir sie sogar noch höher werfen. Oh mein Gott, ich glaube, das ergibt Sinn. Ja. Oh ja. Oh ja. Alter, die ist jetzt schon fast bei 1 Kilometer. Oh mein Gott, Mist. Okay, ganz knapp. 500 Punkte nochmal dazu verdient. So, Surprise. Nee, brauche ich nicht. Okay, wir gehen weiter. Oh nein, ich hätte eigentlich upgraden können. Aber ist nicht schlimm.
Okay, sie ist jetzt schon bei 70 Metern. Ich versuche es jetzt nochmal so gut wie möglich hinzubekommen. Aber es ist schwierig. Es ist so schwierig zu treffen. Ich glaube, es gibt bestimmt auch so eine kleine Möglichkeit. Oh ja, da habe ich einen guten Wurf gemacht. 6000. Man muss, glaube ich, einfach irgendwie... Nein! Man muss irgendwie richtig gucken, damit man immer den richtigen Moment erwischt, um richtig zu treffen. Okay, wir upgraden, ne? Zum nächsten. Oh mein Gott, der sieht noch brutaler aus. Der hat sogar so eine Maske auf und so Schulterpads und so. Okay, Size und Power nochmal erhöhen. Das heißt also Größe und Stärke. Size and Power. So, wir sind jetzt bei ein paar Würfen schon sehr hoch. Wir sind schon bei 200. Okay, jetzt schon bei 500. Okay, let's go. Der Typ, den wir jetzt spielen, ich habe das Gefühl, der kann mehr. Der kann mehr auf jeden Fall. Das ist jemand, der ordentlich werfen kann. 4000 Meter Höhe. Okay. Ich habe es unter Kontrolle. Wir haben einen neuen Rekord. Okay, nice. Wir sind bei 33 Millionen. Okay, 33 Millionen. Ah, Mist. Hätte ich ganz knapp schneller drücken müssen. 4000 Münzen, 4000 Sterne. Das ist schon sehr nice. Damit können wir unsere Größe und unsere Power nochmal erhöhen. Das heißt also, wir können dann nochmal ein bisschen schneller hochwerfen. Ne? Mit dem dritten Wurf sind wir bei 65. Vierter Wurf, 200. Fünfter Wurf, 500, 600, 700. Sechster Wurf sind wir schon bei einem Kilometer. Beim sechsten Wurf sogar bei fast zwei sogar. Deswegen, wir sind gut dran. Jetzt können wir auf jeden Fall gut arbeiten. Damit lässt es sich wirklich gut arbeiten, ne? 10.000, 15.000. Okay, jetzt brauchen wir einen richtig guten... Oh, schönes Ding. So, 36, 38.000. Okay, let's go. Sehr schönes Ding. Wir sind bei 116.000. Also 116 Kilo. Oh mein Gott, ich hab nicht aufgepasst. Aber eines unserer besten Ergebnisse bisher. Wir haben 8000, wir können sogar bald einen neuen Spieler freischalten, ne? Ich würde sogar sagen, da machen wir sogar einfach die Sparflamme. Da machen wir einfach ein bisschen Sparmaßnahmen. Ich frage mich, ob es sich eigentlich auch lohnt, sozusagen mehrfach zu drücken, ne? So, dann hat man sozusagen immer die Chance, so zu gewinnen. Ja, doch, ich glaube, das geht sogar. Vielleicht probiere ich es mal damit. Einfach mal eine andere Taktik. Weil vorhin habe ich immer nur einmal gedrückt gehabt. Und so drückt man sozusagen öfter. Und damit hat man dann mehr Glück. Okay, nice. 15, 23, 30 Millionen. Okay. Guck mal, ab einem Punkt geht es so schnell, dass man richtig aufpassen muss, was man drückt und wie man drückt. 50 Millionen. Guck mal, ab circa jetzt. Nein, zu früh. Ich habe zu früh gedrückt. Oh, aber nicht schlimm, weil wir können nämlich jetzt wieder einen neuen Charakter auswählen. Und zwar den für 10.000. Let's go. Oh mein Gott, was ist das für einer? Der hat so ein Kostüm an oder sowas. So ein Kostüm von einem Stein oder von einem Fels oder sowas. Keine Ahnung. Eigentlich, wenn man mal so ein Spiel programmiert, bemerkt man eigentlich, ich glaube, so ein Spiel hier zu programmieren, ist sogar relativ einfach. Nur einfach mal so als Info, habe ich mal gehört. Aber es macht super viel Spaß, muss ich sagen, diese Leute einfach hochzuwerfen. Und das, was am schwierigsten bei diesem Spiel ja ist, das ist ja wirklich einfach die ganze Zeit immer nur rechtzeitig zu drücken. Oh Gott. Ich glaube, ich werde hier noch platzen. Okay, meine werten Damen und Herren, ich glaube, ich bin fertig hier mit Werfen. Ich glaube, es hat sich für mich ausgeworfen. Ich habe schon... Oder, komm, einen Rekord mache ich noch. Einen Rekord mache ich noch. Let's go. Dafür muss ich auf jeden Fall mich kurz konzentrieren, Leute. Weil ihr kennt es, ich darf nicht so viel plappern wie so eine Plappertasche. Sondern ich möchte 100 Millionen schaffen, okay? So, 100 Millionen ist machbar. Man muss nur aufpassen. 60 Millionen? Okay, 60 Millionen ist so... Oder 60.000. Mann! Das ist so schwer. Das ist so schwer, sage ich euch. Oh, okay. Okay. Wir kommen auf jeden Fall weiter vorwärts. Nein, es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Es ist so schwer. Es ist so schwer, da vorwärts zu kommen. Aber wir können jemanden neuen wieder kaufen. Ne? Und zwar, wir können die Größe nochmal und die Stärke erhöhen. So, das bringt uns auf jeden Fall viel. Jemanden Neues zum Schmeißen brauchen wir eigentlich nicht. Aber Größe und Stärke erhöhen ist schon mal ganz nice. Oh, das ist so schwer. Aber wenn man es mal schafft, dann ist es schon nice. So. Es ist halt schwierig, diesen Moment zu finden. Man muss immer dann, wenn die Stadt sozusagen ganz nah an einem dran ist, die Stadt, nicht der Mensch, sondern man muss sich nur auf die Stadt konzentrieren, dann kann man klicken. Wenn man die Stadt sieht, dann kann man klicken. Guck,
Ich kann jetzt nicht klicken, nicht klicken, nicht klicken, nicht klicken. Jetzt kommt die Stadt und jetzt erst. Immer nur, wenn man die Stadt erst sieht, dann kommt man weit. Guck mal, jetzt haben wir unseren Rekord schon wieder getroffen. Jetzt muss ich gucken. Warten, bis die Stadt kommt. Warten, bis die Stadt kommt. Warten, bis die Stadt kommt. Da! Oh mein Gott, nein! Ich habe sogar mein Tablet fallen lassen. Oh Gott, es ist so schwer. Gut, damit habe ich jetzt aber einen neuen Rekord gebrochen. Das ist alles sehr, sehr krass. Dieses Spiel ist sehr witzig, muss ich sagen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffe, dass es euch gefallen hat. Falls ja, dann gebt doch einen Daumen nach oben auf dieses Video. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao! Und ich muss jetzt erstmal gucken, ob es mal mit einem Tablet gut geht.